Ich heiße Reingard Betz-Palmer und habe vor etwa 40 Jahren angefangen, zuerst im Schwäbischen Albverein eine Kinder- und Jugendvolkstanzgruppe zu leiten. Und nach und nach ist das Engagement dann im Prinzip auf die Arbeitsgemeinschaft der Singen, Tanzen und Spielkreise übergegangen, wo ich dann einfach unterschiedliche Aufgabenbereiche dann wahrgenommen habe. Also die Arbeitsgemeinschaft selber bietet zum Beispiel eben diese Schülerfreizeiten an oder Zeltlager, aber eben auch diese Familienfreizeit, dann das Stuttgarter Adventsingen. Das wird in Kooperation mit der Walter-Hensel-Gesellschaft durchgeführt, jedes Jahr in der Liederhalle. Dann gibt es die Volkstanzwoche, die immer auch sehr viel Zuspruch hat, oder die Singwoche. Das sind so die Hauptprojekte, die jetzt die Arbeitsgemeinschaft initiiert. Und im Vorstand bin ich jetzt bis heute. Also ich denke, zunächst mal hat so Volkstanz vielleicht eher so einen negativen Touch, weil man zu wenig damit in Berührung kommt, beziehungsweise weil man nur so das Volkstümliche vielleicht aus dem Fernsehen kennt oder eben Volkstanzgruppen, die gerade irgendwas was vortanzen, und das findet man dann vielleicht nicht so spannend. Aber es kommen doch immer wieder Menschen damit in Kontakt und merken dann, oh, das macht Spaß, einfach so das Miteinander tanzen, und bleiben dann meistens dabei hängen. Also für mich ist jetzt das Besondere am Volkstanz nicht, dass man jetzt was vorführt oder so, sondern das Miteinander tanzen. Es ist schön, sich zu drehen und das miteinander zu machen. Und im Volkstanzen hat man auch in der Regel eben wechselnde Partner, dass man einfach mit ganz vielen Menschen in Kontakt kommt. Und das finde ich immer spannend. Also Heimat ist für mich ein vielschichtiger Begriff. Das bedeutet zum einen die Menschen, die einem vertraut sind, die einem nahestehen, gehört aber auch die Landschaft für mich dazu, hier zum Beispiel eben der Alp drauf und die Alp, auch der Dialekt hier, und zusätzlich kann ich mich auch mit der Volkskultur identifizieren, die hier entstanden ist, zum Beispiel die Tänze, die wir vorher gemacht haben, die unterscheiden sich vom Charakter einfach ganz deutlich von Tänzen, die aus dem Norden kommen zum Beispiel. Und außerdem gehört für mich dazu, wo liegen meine Wurzeln. Also zum Beispiel auf der Alp, wo mein Vater herkommt. Aufgewachsen bin ich hier in Reutlingen. Aber auch die Wurzeln im Sudetenland, wo meine Mutter zum Beispiel herkommt.